Hier ist der Yu-Gi-Oh! Kanal Yummy Chris mit den News der Woche. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Letztes Wochenende fand die erste Hunting Series statt, bei der Tim Mackel sich gegen 111 Spieler durchsetzen konnte. Tim Mackel spielte selber Drytron und im Finale spielte er gegen Sebastian Blum, der mit Prankheads angetreten war. Leider gibt es noch keine Decklisten dazu. Sobald diese vorhanden sind, schauen wir sie uns gemeinsam an. An diesem Wochenende fand nicht nur die Hunting Series statt, sondern auch weitere OTS-Turniere. Von einigen Turnieren sind die Decklisten bereits einsehbar, woran erkennbar ist, wie divers unsere Meta sein kann, trotz des Sensenlocks. Am 17. März, diesen Donnerstag dieser Woche, ist es euch möglich, das Set Duel Academy Box bei eurem Kartenhändler des Vertrauens zu erwerben. Die Karten, die ihr aus diesem Set zieht, dürft ihr auch im TCG spielen. Wer wissen möchte, welche Karten darin enthalten sind, findet diese Information auf Card Cluster. Möglicherweise findet bei eurem Local in nächster Zeit das Release-Event statt, bei dem ihr dann eine Spielmatte ergattern könnt, die vom antiken Antriebsgolem geziert ist. Des Weiteren hat Konami weitere Informationen zu dem Set Tactical Masters preisgegeben, denn es ist nun das dritte Thema bekannt. Es wird wie im Englischen bei uns Labyrinth genannt und die Monster synergieren sehr gut mit normalen Fallen, weshalb es die eine oder andere Variante bestimmt mit Fallenstellerin geben wird. Die Monster können unterschiedliche Effekte aufgrund der Aktivierung von normalen Fallenkarten aktivieren, wie beispielsweise eine Spezialbeschwörung oder das Setzen einer Fallenkarte direkt aus dem Deck. Ebenfalls gab es Neuigkeiten zu dem Set Power of the Elements, denn in diesem werden wir den Arc-Type Vernalizer erhalten. Dieses Thema spielt sehr viel mit dem Friedhof, denn die Monster können sich selbst diskarden sowie eine weitere Vernalize-Karte oder ein weiteres Monster von eurer Hand. Und solltet ihr das tun, könnt ihr entweder ein Monster spezial beschwören, also ein Vernalizer Monster spezial beschwören oder euch eine Vernalizer Karte eurer Hand hinzufügen. Nutzt ihr aber einen dieser Effekte, könnt ihr für den Rest dieses Spielzugs nur Monstereffekte von Erdenmonstern verwenden. An dieser Stelle würde mich interessieren, wie findet ihr das Thema? Seht ihr darin Potenzial? Des Weiteren werden wir in dem Set noch Support für das Thema Exorcister sowie Punk erhalten. Beide Archetypes finde ich artwork-technisch interessant und beide lassen sich auch in sich bereits spielen. Was meint ihr? Haben beide Themen Potenzial, bei der Meta anzuklopfen bzw. mehr als Vogue zu werden? Wann das Set bei uns erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Weitere News gab es zu einem Legendary Duelist, das wäre dann das 10., in dem endlich auch die Amazonen ihren Support erhalten. So wie es bis jetzt scheint, möchte Konami aus diesem Archetype ein Pendelthema machen, denn der Support enthält neben den Effektmonstern, Zauber- und Fallenkarten schon die ersten Pendelmonster, die eine Skala von 1 und 7 aufweisen. Der eine Pendel-Effekt zerstört eine Zauber- bzw. eine Fallenkarte, sofern ein Angriff deklariert ist, an dem ein amazonisches Monster beteiligt ist. Der andere Pendel-Effekt recycelt euch unter gleichen Bedingungen eine amazonische Zauber- oder Fallenkarte aus dem Friedhof. Und beide pushen die ATK eurer amazonischen Monster mal 100 ihrer Stufe. Was wiederum bedeutet, Konami erhöht das Power-Level der amazonischen Karten immens. Des Weiteren wurde auch eine neue V-Jump-Promo angekündigt, und zwar die Loris, Lady of Lament. Sie gehört zu dem kleinen Thema Dame des Wehklangs bzw. des Jammerns und ergänzt die anderen Schwestern als Vierter. Alle Damen können generische Trap-Decks unterstützen und die Dame Loris recycelt euch eure Traps, weshalb ihr diese wahrscheinlich erst im Late-Game benötigen werdet. Konami hat im OCG die Banlist bekannt gegeben, die ab dem 1. April gültig sein wird. OCG-Spieler müssen nun komplett auf die Anaconda sowie Imperial Order verzichten. Und auch die Brave Token Engine hat etwas abbekommen, denn die Enchantress sowie Aramesia sind limitiert worden. Das sind die essentiellen Karten, die euch in die Engine und auch in das Omni-Negate kommen lassen. Ebenfalls ist die Fusion Destiny zurück, was durch den Hit von Anaconda nicht verwunderlich ist. Die Karte wird wahrscheinlich jetzt mehr von Hero-Spielern benutzt, weil sie nicht mehr so leicht zu triggern ist ohne die Anaconda. Des Weiteren hat Konami an der Konstanz einiger Themen gearbeitet und die eine und andere Karte im OCG semi-limitiert, wie beispielsweise Tribigate. Konami hat natürlich nicht nur Karten gebannt oder limitiert oder semi-limitiert, sondern auch Karten von der Banlist genommen, wie zum Beispiel Multifaker, das heißt
Alte Lash-Spieler können sich freuen, Multifaker ist nicht mehr auf der Liste. Das war's mit den News der Woche. Danke für euer Interesse und einen guten Start in die Woche. Macht's gut.